vergangener Jahre. Aufschlag Timo Boll. Braucht es, um ins Viertelfinale einzuziehen. Und Kent, Schlägerhaltung ganz normal und eher offensiv orientiert. Hier im Moment eher noch in der abwartenden Position für Osang Hoen. 6:3. Ja, geht der erste Satz an Osang Hoen. Aus dem Mannschafts-Olympiasiegerland treffen würde. Gute Reaktion. Denn man weiß, wenn Timo Boll da, so wie jetzt, offensiver spielen kann und viel Spin entwickelt, dann bekommt Osang Hoen, wo es nur auf 3 Gewinnsätze geht. Timo Bolls. Natürlich hier jetzt sein Spiel. Die Mannschaftsangelegenheiten sind passé. Und jetzt auch diese Sportart ihr olympisches Debüt feierte in Seoul vor 20 Jahren. Schauen wir nochmal hin. Keine schlechte Vorhand. Schön ins Eck platziert, aber dann kann Timo Boll die Antwort nur noch abtropfen lassen und Osang Hoen zieht. Also das sieht nach wie vor nicht gut aus für Timo Boll in diesem olympischen Achtelfinale. Manches Vieh wie von selbst, ohne dass man groß nachdenken und übergroß sich einsetzen muss. Das war's. Netzroller, den Osang Hoen dann nicht mehr kontrollieren kann. Aber er selbst merkt, er hat noch nicht das richtige Gefühl für das Spiel, für den Gegner. Viele haben ja hier etwas ins Hintertreffen geraten. 5 gewonnen hat gegen den Weltmeister von 2003, Werner Schlager, aus. Um dem Gegner nicht zusätzlich Auftrieb zu geben. Nur die zwei europäischen Oldies den alten Kontinent vertreten würden. Sich wirklich erheblich steigert. Hier immerhin mal mit der Rückhand dynamisch vorbereitet und mit der Vorhand verwandelt. Da sehen wir Liu Guoliang, den Cheftrainer der Chinesen. Ein Telefonat mit der Brenten aus Südkorea. Osang Hoen geht mit 3:0 in Führung. Jetzt wird's ganz, ganz schwer für Timo Boll. Hannes, der jetzt aufschlägt. Osang Hoen. Schon wieder ein ganz hoher Rückschlag. Den zweimaligen Europameister. Jetzt. Zweifeln oder vielleicht wird auch ein bisschen übermütig in Anbetracht der klaren Führung. Das aber schon wieder ein Ball, der noch glänzende Reaktion von Timo Boll antizipiert, hält den Schläger nur hin und der sitzt ganz prima. Weg. Wenn natürlich der andere dann so eine Serie baut, ist das auch gleich wieder alles hinfällig. Aber jetzt, ja. In Deutschland, als er sogar beim Matchball sind. Alles klar machen. Ein Timo Boll ist immer gefährlich. Auch wenn er nicht sein bestes Tisch. Den Matchball stehen. Der war gut. Bisschen Glück dabei. Nicht so viel wie eine WM oder wie vor allem das olympische Turnier. Ja, Osang Hoen oder Timo Boll.
3:1. Und auch da. Pech, konnte er dadurch auch mal den ledierten Rücken ein bisschen schonen. Jetzt ist Boll dran. 1:7, fünfter Satz. Der kommt besser. Und ein Match gewonnen. Aber Sie sehen es jetzt selbst. Da, Riesenausfallschritt. Da kommt er gar nicht schnell genug wieder rüber. Und Osang Oyen nutzt die offene Flanke. Herausforderung hatte. Gegen Marlin hat es nicht gereicht. 1:3. Und jetzt. Er ist ja selbst jetzt noch dran, 7 Punkte in Serie zu machen. Nein. Und wenn er dran geglaubt hat, dann war es ein Irrglaube. 11:3 gewinnt Osang Oyen den fünften Satz. Bezwingt Timo Boll den an Nummer 5 gesetzten besten Deutschen. Ganz souverän und sicherlich auch bedingt durch die nicht vorhandene Topleistung seines Gegners. Mit 4:1 Sätzen. Osang Oyen also im Viertelfinale und trifft dort, wie schon im Mannschaftswettbewerb im Halbfinale, auf Marlin.